Herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Payback. Wir haben das letzte Mal das Driften probiert. Das ging, naja, ging so mittelmäßig. Heute möchte ich wieder eine Runner-Mission machen. Dazu schauen wir erstmal unser Fahrzeug an. Damit wir denn hier irgendwas Schönes Neues freigeschalten haben. Was brauchen wir denn? Drei Driftzonen. Okay. In den Auspuff 314. Die Lichter haben Arge, oder? Bisschen dunkler. Außenspiegel haben wir nicht. Seitenspiegel haben wir schon gekauft. Gut. Wir müssen. Sturzhöhe. Wir barzeln dich runter. Und vorne einen kleinen Sturz. Machen wir noch einen kleinen. Eins gehen wir raus. Jo. Wir brauchen 180 Leistungspunkte. Stärke. Habe nur 178, deswegen beamen wir uns jetzt einmal geschwind zu dem Tuner. Guck mal, ob wir noch ein nettes Teilchen finden. Dass wir die Mission auch ordentlich schaffen. Ja. Ich hätte schon mal gar nicht so schlecht. Das Auspuffstufe 7. Den kaufen wir uns auch gleich. Kaufen wir uns noch ein kleines Gadget. Bremskraft. Stufe 5 macht schlechter. Bremsen sind gar nicht so verkehrt. Das klangt. So. Fahren wir mal zur Mission. Oh. Einsatz verpasst. Ist der weg? Sehr cool, wenn man bei dem Auto irgendwie, weiß ich nicht, Panzerung aufbauen könnte oder sowas. Ja, auch was Nettes. Da irgendwie so einen Kuhfänger hinbauen kann. Legen wir los, da hatte ich mal behaupten. Wir erreichen eine Geschwindigkeit von 210. Sollte mir doch packen. Uschi. Okay, Partytime. Was geht denn mit dir ab, Weib? Gott! Wohl kaum, Jessica Miller. Und gib Gas. Wir haben es nämlich eilig. Oh, ganz was Neues. Nimm keine direkte Route. Wir müssen sie von der Spur abbringen. Alles klar. Süße. Komm, nein. Okay, gibt's einen Grund für die Eile? Meine Freundinnen glauben, ich pudere mir im Bad die Nase. Aber ich habe einem der Leutnants das Handy geklaut. Das Haus schon wieder, die Kerle sind echt überall. Irgendwas läuft da. Seit dieser Konvoi gekapert wurde, liegen die Nerven blank. Hey, Baby! Wie geht's, Süße? Aha. Dauert nur noch einen Moment. Bis gleich, BFF. Gut, 210 haben wir. Eine Freundin von dir? Nicht doch. Die Tussi ist total nervig. Ein Grund mehr, diese Tarnung aufzugeben.
Wir liegen gut in der Zeit, Miller. Drück weiter drauf. Du sagtest, da läuft irgendwas. Was meinst du damit? Die Rennen sind nur ein Teil des Geschäfts. Das Haus hat irgendwas Größeres vor. Du meinst die Casinos? Unter anderem, ja. Aber. Könntest du das lassen? Was denn? Du bist hier Gaudi. Du bist schnell. Kann ich dich anrufen, wenn ich mal wieder zum Flughafen muss? Nein. Die ist ja mal nett. Eine Polizei. Oh, was macht Miller? War das jetzt ironisch gemeint? Sonst wir aussteigen hier. Scheiß selber mal. Es lief doch mal relativ gut. Du bist so crazy, Miller. Ugh. Yeah. Du bist voll crazy. Jo, tausch mal ein. Damit können wir nicht so wirklich was anfangen. So, bitteschön. Rock on, Babe! Gott, was ist das für eine Uschi? Neue Mission. Und so lange haben wir uns auf 191. Basislieferung. Die waren doch hier. Lieferungen. Basis 3 neue. Nimm ich. Nimm ich auch. Nimm ich. Also, ich schätze, euer Konvoi-Job für Weir war nicht nur Glück. Ich habe bald noch einen Auftrag für dich, Miller. Du hörst von mir. Dann haben wir gleich die nächste Run-Action. Müssen wir umlangen, oder? Wie läuft der Job? Keine Ahnung, was abgeht, aber ich steck knietief in irgendwelchem Spionagemist. Wow, wirklich? Cool. Willst du nicht lieber aussteigen? Das klingt gefährlich. Nö, es ist besser, als Bankräuber rumzukutschieren. Ich mach weiter. Außerdem verdiene ich gut. Da jetzt rumgeblärt. Oh, läuft gut. Ich verstehe nicht, warum ich mit solchen Autos... warum ich mit solchen Autos einmal frei driften kann. Mit dem Driftauto kann ich nicht driften. Es ist faszinierend. Wenn wir schon mal da sind, vielleicht gibt es ja gerade noch was Nettes. Beschleunigung. Ja, nehmen wir gleich mal mit. 194 ist besser als 191. Kaum zu glauben, ne? Aus dem Weg. Geheimkurier. Mysteriöse Sachen. Miller, ich brauche dich für einen wichtigen Kurierjob. Du musst ein paar Dinge für mich abholen. Check dein GPS. Ich hoffe, es geht nicht um deine Einkäufe. Kannst du auch mal bitte sagen? Alle unhöflich. 30 Meter. Wird zwar schwierig mit dem Runner.
Das sind eine Menge Stops. Wohin soll ich zuerst? Das überlasse ich dir. Hauptsache, du bist schnell. What? Gib alles! Oh! Muss ich sie halten? Okay. Du hast was für mich? So. Numero 2. Was ist das? Eine Audioaufnahme? Mal sehen, was da drauf ist. Wir haben beim Rennen gestern Abend richtig abkassiert. Das müsste nach Tyler Morgens Aktion sein Ende sein. Gut, dann wird es Zeit zu expandieren. Was sagen die anderen Ligen? Das ist Lina Navarro. Die Hazard Company und der 1% Club sind dabei. Und die Silver Six verweigern ein Treffen. Klärt das. Fackelt ihrem Boss das Auto ab. Navarro manipuliert immer mehr Rennen. Und das nicht mehr nur in der Stadt. Fliegen noch die Fetzen. Wer ist denn? Und weiter. Was soll ich denn hier bitte springen? Einfach mal so rein informativ. Gib schon her. Ja, mach halt hin, ey. Frauen sind noch so ungeduldig. Den hätten wir auch. Schaffen wir das. Tut mir leid, Sir. Der Bus empfängt niemanden. Au, fuck! Das ist der Quatsch, ja. Der Collector erwartet mich. Ist das Ramirez? Die Pläne haben sich geändert. Er hat wichtigen Besuch. Besuch? Wen? Ein VIP aus Übersee. Sorry, mehr kann ich dazu nicht sagen. Oh, das kann fast eng aus, ja, obwohl, ja, mit Bremsen. Ui, 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 ui. Ihr Typen redet nicht sonderlich viel, was? Das war's schon. Okay, das ist der letzte. Ja, die nehmen wir aber scheiße, ich weiß. Ist ja gut, ist ja gut. Ja, brauchen wir gar nicht. Die nehmen wir mal in die Mitte, Sprung 7. Miller, hast du die Aufnahmen? Ja. Gut, treffen wir uns. Ich muss mir die letzte Aufnahme anhören, bevor ich sie abgebe. Sicher, dass er es war? Ich dachte, er hätte wirklich kapiert. Was sein Werkstattbrand bedeutet. Vertrau mir einfach. Morgan hat die Kleine vom Graveyard Shift besiegt. Und sein Freund McAllister macht sich ebenfalls einen Namen. McAllister ist wieder da? Verdammt nochmal! Morgan baut sich den Schuh von den Sachen auf. Ich wusste. Wie sieht aus? Ich überlege mir. Oh, das wird die Jungs bestimmt brennend interessieren. Ist der Arsch auch ein Spitzel, ha? Huh? Beziehungsweise ein. Ja, auf unsere Sicht gesehen. Der arbeitet fürs Haus. Ja, jetzt fahren wir raus. Rum. Genau, so ein Bullenfänger will ich auch. Das ist geil. Hallo Ramirez. Hier sind die Aufnahmen. Wie viele Cops musstest du ausschalten, um sie zu kriegen? Keinen. Es war total langweilig. Wir sehen uns, Miller. Miller? Dieser Kurierjob war gute Arbeit.
bereit für was Neues. Zuerst will ich ein paar Antworten. Im Moment zählt nur eine Frage. Willst du das Haus zu Fall bringen? Noch ein Job? Dann treffen wir uns. Ich schicke dir die Infos. Mach mal so. Ja, hier habe ich nichts gegen die Mauer. War ich schon richtig, oder? Ja. Ja, wer bist denn du? Bist du hier sein Mützenmann? Bring mich zum... Oh nein, nicht du schon wieder. Du hast mich vermisst, oder? Ah, bring mich zum... Wo soll's hingehen? Zum Rift VIP Terminal. Und? Ich weiß, gib Gas. Rechnest du mit Ärger? Ja. Nur selbstverständlich. Ja. Wo? Das sind eine Menge Wagen. Wen hast du diesmal verärgert? Ich wollte mehr über das Auto rausfinden, das ihr geklaut habt. Und hab dabei wohl einen Nerv getroffen. Ramirez hier. Ich bin auf dem Weg zum Flughafen. Gut. November wird sich im Flieger briefen. Sie hat eure Pässe und Flugblätter. Haha, ihr Arschlöcher! Ich einfach mal ausgeschalten hab. Ramirez' Leben liegt in deiner Hand. Enttäusch uns nicht. Haha, yeah! Wohin fährst du? Keine Ahnung. Was sehe ich dann am Flughafen? Ich hoffe irgendwohin, wo es warm ist. Bei meinem Glück? Ich tippe auf Schweden. Autsch! Entschuldigung. Ja. Du magst es hart, oder? Ah, du magst es auch hart. Ja, mal ehrlich. Sissi! Freiflug. Wir sind fast da. Halt dich bereit. Ich bin bereit. Bis dann. Hey, Miller. Wie wär's mit einem Drink, wenn ich wieder... Lass den Satz lieber offen. Wohin fährst du jetzt? Hausschläger und jetzt auch noch Cops. Der Tag wird immer besser. Hier Lincoln 130. Ich verfolge einen möglichen 411 in nördlicher Richtung durch den Roughway. Lincoln 130, erbitte weitere Details über das Zielfahrzeug. Das Fahrzeug ist ein Audi S5. Alter, werde ich jetzt tot oder lebendig gesucht? Benötigt Unterstützung bei einer Verfolgung. Ist der? Flüchtiges Fahrzeug ist unterwegs Richtung Norden und nähert sich Billionaire's Road. Verstanden. Flüchtiges Fahrzeug fährt Richtung Norden und nähert sich Billionaire's Road. Seid ihr alle so schnell? Nur fliegen ist schöner. Oh, ja. Bin schon weg. Ich Fuck! Geht's euch gut? Oh Mann, das war jetzt... Totlachen, wenn er hiervon erfährt. Ja, ich möchte nochmal. Gehst du in eine kurze Videosequenz und kommst wieder verkehrt rum raus aus der Sequenz. Das ist doch kacke. Na toll. Hausschläger und jetzt auch noch Cops. Der Tag wird immer besser. Adam 113, verfolgen einen auffälligen 14. In nördlicher Richtung durch den Runway. Haben alle verfügbaren Einheiten. Adam 113, benötigt Unterstützung bei einer Verfolgung. Haben wir zwei ausgeschaltet, oder? Das ist richtig. Wir machen jetzt Lärmzentrale.
schon alles! Wir wurden gerade gerammt, Zentrale! Wie gefällt dir das? Es wurden Kollisionen mit dem Zielfahrzeug gemeldet. Fährt nach Norden. Nähert sich Billionaire's Row. Verstanden. Zielperson fährt Richtung Norden und nähert sich Billionaire's Row. An alle Einheiten. Wir haben vor dem Zielfahrzeug Nagelbänder ausgelegt. Oh, wo denn? Okay. In nördlicher Richtung auf dem Lakeside Drive. In Ordnung. Zentrale, hier Lincoln 130. Können Sie mir einen Abschleppwagen schicken? Okay, verstanden. Zielperson ist an der Straßensperre vorbeigefahren. In westlicher Richtung auf dem Lakeside Drive. Verstanden. Das zahle ich dir heim. Das Zielfahrzeug verstanden. Muss ich lang will vor lauter Polizei rammen? Nein, ich hätte unten lang müssen. Im 180 eingekillt. Ja, Wahnsinn. Boah, da geht's schon mal anders zu. Komm ich hier durch? Muss ja gar nicht durch, ist gut zu wissen. Hier L130, ich bin raus. Mein Wagen hat einen Totalschaden. Verstanden. Wir sind weg. Bestätige. Hier A16, unser Wagen ist beschädigt. Brechen die Verfolgung ab. Alles klar, verstanden. Das Zielfahrzeug hält an. Läuft hier gar nicht mehr. Ich habe noch keine Antwort wegen des Drinks. Ganz so mörderisch optimal. Hast du nicht? Hör zu, Miller. Diese Tech in dem Königseck. Sie stammt von einem Rüstungskonzern aus Ostasien. Die Sache ist größer als Forschen werden. Sei vorsichtig. Ich bin nicht der Typ, der sich von Ärger fernhält. Macht mir zu viel Spaß, wieder rauszukommen. Ich weiß. Mach dein Ding, Miller. Wie ist ja eigentlich mal abgeht. Sind mir der Zeit ein bisschen knapp. Hier A16, unser Motor ist hin. Brauchen eine neue Primäreinheit. Adam 35 übernimmt das Primäreinheit. Zielperson ist außer Sichtweite. Alle Einheiten wurden abgeschüttelt. An alle Einheiten. Wir haben die Zielperson aus den Augen verloren. Sie war zuletzt. Okay, dann hau ich mal ab. Gut, haben wir da auch reingehauen. Ja, ich brauch... Gut. Jetzt schauen wir mal, was wir hierfür brauchen. Haben wir das gemacht. Wo ist die Mission? Keine da. Basislieferung, die ziehen wir uns noch schnell rein. Jupp. Du bist immer noch auf freiem Fuß. Ich bin beeindruckt. Könntest du mir das auch persönlich sagen? Ja. Es wird Zeit. Es wird Zeit. Wie viel brauchen wir da? 199. Gut, wir bewegen uns dann nochmal zu einem Tuner. Machen wir aber in einem nächsten Video. Schauen, ob wir noch ein nettes Tuning-Packerl finden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns wieder in einem neuen Video, hoffe ich doch. Kommentare könnt ihr gerne da lassen. Like, subscriben dürft ihr mir auch.
Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns demnächst wieder. Bis dahin wünsche ich euch was. Servus.